Hello, hello. It's me you're looking for. Schön. Oh. Neuer Rig, perfekt. Den SOS-Sensor. Ich trau dem Frieden nicht so ganz, ne? Was ist denn, wenn ich das Ding jetzt aufhebe? Den Rick kann ich jetzt nicht so einfach tracken. Aber bin ich der ist oben in der 2, ich wollte gerade sagen, hm? Aber da war ich noch nicht, ne? Ha. Für den Rick von dem Maschinenraum. Komme ich nicht rein? Das hatten wir schon, das Thema. Da nochmal auf die Brücke. Hm. Ist das eigentlich zu hell? Das Gefühl, ich blende mich hier übelst. Ich mach mal ein bisschen. Oh, so. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Wo geht's denn hier lang? Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Alles okay. Ich habe den SOS-Sender. Nicole hat mir geholfen. Nicole ist da? Wir wurden getrennt, aber sie findet schon einen Weg zurück. Sie ist eine Kämpferin, nicht wahr? Sieh nach Nicole. Ich gehe zurück und suche nach dem Administratoren-Rick. Das System ist defekt, aber ich glaube, der Rick ist noch auf dem Verarbeitungsunterdeck. Das sieht doch schon wieder sehr vielversprechend aus hier. Oh. Komm nicht so weit. Perfekt. Irgendwas ist ja schon wieder so ein Scheusal. Wer ist das? Die stehen ja nicht einfach so da rum. Ich sehe es halt noch nicht. So. Schwerelosigkeit aktiviert. Ah ja. Der war mal ganz entspannt, ne?
bitte. Was bist du denn? Out of Reichweite. Und knatscht überall hier um mich rum. Ich weiß überhaupt nicht, wo man ist. Und was vor allen Dingen neben einem ist. Aufhören, so munitionsverschwenderisch unterwegs zu sein. Wo zum Henker bin ich? Wieder ein Lager? Ist das Lager, wo ich schon war? Bin zurückgelaufen, oder? Bin zurückgelaufen? Is that even possible? Dumm. Oh ja. Hier ein Horrorspiel. Hallo? Ich würde jetzt weiter Dead Space spielen. Habt ihr nicht noch mehr Leute? Zu dritt oder so? Verstehe ich, ja. Dachte ich mir.
Wenn du sie nicht willst. Ich hätte die vielleicht morgen gegessen oder so. Ja, aber ist das nicht so nachtischmäßig auch? Okay. Oh, okay. Okay. Ja, ich guck mal. Ah ja, okay. So, wieder da. Was habe ich verpasst? Nichts Großartiges, Flo. Shifty. Alles gut soweit. Bisher nichts Weltbewegendes, sage ich jetzt mal. Ich suche ja gerade so ein bisschen den Untergrund ab. Verliere mich in den in den Sphären. Wo bin ich? Hier müsste ich, glaube ich, mal rüber. Stehen heute zur Auswahl im Kino. Wenn, dann The Pope. Der neue mit Russell Crowe. So ein bisschen, ne? Wie soll ich sagen? Zählt das als Horrorfilm? Also ist hier wieder so ein Exorzismus. Genau. Also wir haben ja definitiv keins davon. Von diesen ominösen Kinos. Aber nee, da geht's nicht hin. Und mit dem Brudi hatte ich überlegt, der kann heute aber nicht, zu Keanu, hier zu John Wick zu 4 zu gehen. So, das funktioniert bestimmt nicht, wenn ein Dingens hier anders, ne? Ist das kacke. Ja, mit dem Brudi wollte ich zu John Wick 4 gehen. Aber der kann, wie gesagt, heute nicht. Wahrscheinlich eher morgen. Ich muss jetzt hier wieder hin und die, ist wieder ausschalten, oder was? Warum komm hier nicht rein? Immer noch an. Okay. Und jetzt da drüben rein? Da drüben war ich doch schon drin. Alter, ich fass raus hier mit der Steuerung, ne? Junge. Also, schwierig. Würstelwestern. So, also diese Tür ist auch zu. Inwieweit bringt mich die Scheiße jetzt weiter, die ich jetzt gerade versucht habe? Gar nicht. Kann ich nicht sagen, ob hier noch irgendwas geschlüpft ist oder nicht. Die
kann entweder die Gondel einschalten oder die Schwerelosigkeit einschalten. Aber Schwerelosigkeit ist die ganze Zeit eingeschaltet. Was will ich hier eigentlich? Eigentlich nichts, oder? Ich meine, die Gondel war doch eingeschaltet. Ich gehe mal davon aus, ich muss einfach zurück und in die 2. The Pope? Sieht nicht schlecht aus, oder John Wick 4? Schwerelosigkeit deaktiviert. So, wir gehen einfach mal für den Upper Rig von Supervisor Dallas. Dafür müssen wir in die 2. Etage. Dafür muss ich erstmal wieder zum Fahrstuhl zurückfinden. Machen wir einfach mal. Pope kenne ich eh. Pope, achso, John Wick 4 kenne ich. Ja gut, ne? Ein Trailer ist halt immer so eine Sache. Ist halt mal eine, nicht so eine Low-Budget-Produktion, sag ich jetzt mal. Das kann schon was Vernünftiges werden. Und Russell Crowe ist nochmal ein Name? Wo war ich denn jetzt noch gar nicht? War ich ganz oben? Ich habe nicht mal ein Blu-ray-Laufwerk, doch in der PlayStation. Ja, gucken. Es gibt ja genug Exorzismusfilme, ne? Die waren aber alle nicht so spektakulär. Oh. Ich hab Blau gehört. Grüße gehen raus, er steht schon da. Kann ich dich anbrennen? Durch die Tür? Ah, perfekt. Hä? Okay. Also hier oben war ich definitiv noch nicht. Hoppala. Hey Alice, Jacob hier. Ich erreiche dich nicht. Wenn du das hörst, bin ich nicht mehr an Deck. Aber bald wieder da. Ich hörte von einem anderen Überlebenden. Aber verängstigt. Ich orte das SOS-Signal und hole ihn. Es dauert noch bis zum nächsten Startfenster. Aber ich glaube, es ist das Risiko wert. Er ist Arzt. Mercer. Heißt er wohl. Höchste Zeit. Für eine gute Nachricht. Ich liebe dich. Bitte. Sei vorsichtig, ja. Ja, das ist ja bestimmt sehr geil gelaufen. Dann ist er ein Versuchskaninchen von Dr. Mercer geworden. Schön. Schön, schön. Bitte sag mir, dass das eine Maschine ist.